So, die Bühne ist jetzt fertig. Equipment kommt erst natürlich am Sonntag drauf. Hat Emmerlein gemacht. Da ist er, der Schatzi Hasi. Und jetzt die Anlage auf. Hier ist Nadja und Stefan, die sind schon da. Andreas und Emma. Und dann werden wir gleich mal einen Funktionstest machen und gucken, ob das läuft. Na, Stefan? Hallo, am Schuft. Schätzlein, was machst du da? Ich versuche jetzt das Mikro da irgendwie. Du machst das super. Ja, ich bin Profi, weißt du? Emma, was hast du denn da in der Hand? Was ist das? Ich krieg mich in der Nase. Nein? Nein. Komm, gib dir Mühe, du hast noch 3 Sekunden. 2, Emma, Emma. Hast du das Riesenteil zusammenbekommen? Ja, ganz alleine. Ja. Pause in der Sonne, wir haben Rauchecke. Brauchst du denn doch nicht eins, Schatz? Das Original ist ja von... Das Nadja, die hier so viel labert. Ja, der säuselt da noch sowas hin und so weiter. Und, let me go, hey, das ist beendet. Wir sind jetzt wieder bei Gabi und da kommt auch schon die Emma mit Stefan und Nadja. Und wir trinken jetzt noch einen kleinen Absacker und dann geht's, glaube ich, nach Hause. Ja. Wie fährt Emma eigentlich Auto? Super. Bin noch nie so gut im Auto mitgefahren. Stefan, da würde ich jetzt mal drüber nachdenken, du. Schönen guten Morgen aus dem Norden. Ja, nicht so eine gelbe Raucherecke, sondern wir sind bei Gabi, Max Gasthaus. Denn das Sänger-Azubi-Rudel ist jetzt da und ja, wir werden heute den ganzen Tag proben für morgen. Das 3. Mini-Open. Normalerweise wäre ja unser Mini-Open-Air erst nächste Woche, aber da hat der Bürgermeister hier Geburtstag und da ist das ganze Dorf irgendwie versammelt. Deswegen ist das Mini-Open-Air morgen und nächste Woche sind wir auf Sylt, da haben wir Workshop und deswegen sind die Azubis hier mit. Im Saal sind schon alle fleißig. Und bauen um. Hallo! Da ich den ersten Song singe, müsstest du ja dann sogar anfangen, nämlich zu sagen. Das Spiel erklären. Also erstmal das Spiel erklären. Genau. Wer von uns beiden macht das? Okay, du erklärst das. Sie gehen gerade ihr Programm für morgen für den Hänger durch und Maike und Stefan, die moderieren das an und die haben irgendein Spiel vor mit Zahlen und mit dem Publikum. Ich blick selber noch nicht verstanden habe, ist, dass die, das Alter der Azubis irgendwie zusammengezählt wird und dann kommt Summe X raus und das hat irgendwas mit den Songs auf sich, aus welchem Jahr die kommen und was für Ereignisse es da gab, keine Ahnung. Es bleibt Maike und Stefan, die moderieren das dann, habt ihr gerade mitbekommen. Und Stefan muss das Spiel erklären, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, das macht er heute noch, weil die machen ja einen Durchlauf. Dann werde ich aufpassen. Ja. Du musst doch dein Spiel erklären, oder? Ich muss mein Spiel noch erklären. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss und ich meinst du, du schaffst es dann auch nachher auf Instagram innerhalb von 15 Sekunden? 15? Okay, 30. Na gut, das passt. Okay, dann das wird, dass mein Alter und Andres sein Alter auch noch dazu gezählt werden. Was macht ihr jetzt? Wir versuchen uns irgendwie zu einigen, dass wir das gleich über die Bühne kriegen. Ich bin mal gespannt. Erklärst du das Spiel gleich? Ich erkläre das Spiel gleich. Erklärst du das jetzt für die Azubis hier oder schon für Instagram in 30 Sekunden? Du kannst mal gucken, ob das in 30 Sekunden reicht. Damit ihr euch noch immer schön an uns erinnert, haben wir uns ein kleines Spielchen fertig. Und zwar... Die Zeit läuft. Oh weia. Wir werden einen Song singen. Wir werden euch einen Tipp geben, aus welchem Jahr dieser Song ist. Und ihr müsst dann rauskriegen, wann das Beispiel ist. Und dann muss man rechnen. 2000, dann müsst ihr auf 18 kommen. Und wenn ihr die Zahlen all dieser Songs addiert... Pause. Ich würde... Dann musst du es dann nochmal machen, der hat nämlich falsch angefangen. Wer war denn Elvis nochmal, Maike? Exakt.
Pause, beziehungsweise ich habe gerade eine Pause, denn ich bin zu Hause, ich muss den Hund entleeren. Und dabei trinke ich halt schnell einen Kaffee. Die Azubis, die holen gerade aus der Academy Banner, Sofas und ja, alles Mögliche, was wir halt passen. Viertel vor fünf ist dann die Generalprobe der Azubis und dann um 18 Uhr kommen die anderen alle, die morgen auch, also nicht alle, aber einige, die morgen mit den Hänger rocken werden und dann machen wir heute Abend noch ein bisschen Session. Und nach der Session bauen wir alles auf den Hänger. Wir schleppen es zumindest mal raus. Also so ist der Plan bis jetzt. Gabi und habe mein Mac noch mitgenommen, da ich das Gewinnspiel, also dieses Spiel, was die vorhaben, vorbereite und ausdrucke und die Zuschauer bekommen es. Eigentlich könnte ich den Text ja hier reinposten, dass ihr das verschickt, hier reinkopiert. Aber das ist so viel. Deswegen nehmen wir die Variante, dass Stefan euch das nachher erklärt. Innerhalb von 30 Sekunden.